Herzlich willkommen auf diesem Nagelkanal und viel Spaß mit diesem Video. So, es ist wieder Freitagabend. Ich hoffe, die Woche war gut für euch und ich hoffe, das Wochenende wird natürlich noch besser für euch. Wie soll es auch anders sein? Ich möchte heute mit euch auf das Thema Cat-Eye ein wenig eingehen. Ein paar haben mich gefragt, wie machst du das? Wie trägt man das am besten auf? Wann trägt man das am besten auf? Wie macht man die besten Muster? Ja, und das möchte ich heute so ein bisschen mit euch ansprechen, durchgehen, zeigen, was für Produkte gut sind. Und ja, zudem werden wir heute mal diese Dinger benutzen. Die habe ich neu bekommen von der Firma Fingerspitzengefühl. Ja, mal gucken, wie gut die so sind und wie die gut die halten und was das überhaupt ist. So, starten wir doch erstmal mit dem Cat-Eye. Was ist das genau? Cat-Eye ist einfach nur ein Farbgel, was Metallpartikel enthält, und diese Metallpartikel kann man mit Magneten ausrichten. Dafür gibt es jetzt natürlich unzählige Magnetvarianten. Ich habe jetzt hier nicht alle. Ich habe zu, ich glaube, 3 oder 4 verschiedene Magneten hier. Die werde ich euch heute zeigen. Wo ich die her habe, ist natürlich unten verlinkt in der Infobox oder ja, Infobox heißt es, glaube ich. Ja, außerdem möchte ich euch diese Teile hier zeigen, wie die funktionieren und was es überhaupt ist. Das sind so kleine Halterungen für Tipps. Super, wenn ihr zum Beispiel irgendwie Muster für Präsentationsnägel machen wollt oder irgendwie Farben auf Tipps lackieren wollt oder so, sind die ganz geil. Da klebt ihr den Tipp drauf mit so Klebepopeln, nenne ich sie immer. Sind natürlich so Art Posterstrips. Und dann kommt der Tipp drauf und dann könnt ihr das Ganze auch schon einstreichen, ohne mit dem Finger irgendwie da drauf zu kommen auf den Tipp. Wirklich ganz praktisch. Ich habe die damals sehr lange gesucht im Internet, bis ich sie dann bei einer japanischen Firma gefunden habe. Das hat dann die ganze Zeit irgendwie einen Monat gedauert, bis es hier in Deutschland war. Diese Teile hat jetzt die Firma Fingerspitzengefühl reinbekommen. In einer sehr, sehr guten Qualität, muss ich wirklich sagen. Also kein Plastikscheiß oder so. Sieht auch sehr gut aus. In 2 verschiedenen Ausführungen hat sie das Ganze im Shop. Und ja, einfach nur zu empfehlen. So, aber starten wir doch jetzt erstmal mit dem Aufkleben der Tipps. Das hier sind diese sogenannten Posterstrips. Ja, das sind einfach nur so Klebeteile. Die sind von der Firma Faber-Castell. Die gibt es auch bei Fingerspitzengefühl. Super Qualität, super Marke. Faber-Castell kennt jeder, der schon mal irgendwie mit einem Stift irgendwo drauf rumgemalt hat. Und so sehen die Dinger aus. Davon braucht man meistens nur so die Hälfte, also das wird wirklich sehr lange halten. Das Ganze kommt dann hier drauf und dann kommt auch schon der Tipp drauf. So, und jetzt könnt ihr ganz einfach irgendwie mit einem Buffer einfach drüber gehen. Upsa. Und dann könnt ihr auch schon anfangen, den Tipp zu bemalen. So einfach ist das. Und wir starten doch dann jetzt einfach mal mit dem Cat-Eye. So, was ihr mit Cat-Eye machen solltet, ist auf jeden Fall eine passende Grundierung wählen, weil Cat-Eye ist nicht unbedingt immer komplett abdeckend. Das heißt, ich habe jetzt hier schon mal einige Tipps vorbereitet und diese schwarz lackiert, beziehungsweise schwarzes Gel drauf gemacht, und zwar das Deluxe Deep Black. Und darauf werde ich jetzt das Black Cat Eye drauf machen. Und dann hoffe ich, dass ihr das gut in der Kamera erkennen könnt, wie das Ganze funktioniert und ja, wie das dann aussieht. So, ich habe jetzt hier 3 Varianten an, oder beziehungsweise 1, 2, 3, 4 Varianten an Magneten. Ja, wir werden jetzt erstmal die hier benutzen. Und dazu, ja, jetzt erstmal die Seite. Und zwar schmieren wir erstmal das Cat-Eye drauf. Ich benutze jetzt hier den Full-Cover-Pinsel von Fingerspitzengefühl. Ja. Man sieht hier auch schon so leicht, wenn ich jetzt hier mal den Magneten dran halte, dass sich das Ganze zu den Magneten hinzieht. Ist eigentlich immer ganz witzig mit anzusehen.
Ja, nee, so. Und ja, das wollen wir dann jetzt mal mit dem Nagel machen. Das heißt, ich trage das Ganze jetzt erstmal auf den Nagel auf. Ganz normal, wie ihr auch einen Shellack auftragen würdet oder halt ein Farbgel. Man sieht schon ganz gut, das hat jetzt so einen metallischen Effekt. Ist so ein Krümel drin. So, und dann fangen wir doch einfach mal an. Jetzt mit dem. Ich zeige jetzt erstmal, wie sich das Ganze verhält. Ich hoffe, man kann es erkennen. Das heißt, wenn ich jetzt mit den Magneten hier näher rankomme, dann bewegen sich die Metallpartikel im Gel. So, und jetzt hätten wir hier jetzt auf einer Seite zum Beispiel metallisch und auf der anderen Seite nur schwarz. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ja. Genau. Und ja, das werde ich jetzt einmal aushärten. So, aber ihr könnt natürlich nicht nur mit einem Magneten arbeiten, ihr könnt auch direkt mit zwei Magneten arbeiten. Jetzt muss ich den anderen hier mal rauskriegen. So. Und zwar, na, kriege ich es auseinander. Ja. Und zwar, einmal in die Mitte, einfach nur die Magneten entgegengesetzt schieben und schon habt ihr so einen. Ich muss die dann natürlich relativ schnell wegziehen, damit sich das nicht noch verschiebt. Und schon habt ihr jetzt hier so eine Art S-Kurve drauf. So, das werde ich jetzt auch einmal aushärten. Ich arbeite immer sehr gerne mit zwei Magneten, weil man dann bessere Kontrolle über die Pigmente hat. Ist immer ganz komfortabel und die Dinger kosten ja auch nicht viel. Was kostet so ein Magnet? 2 Euro, 3 Euro. Ja, das auf jeden Fall nicht am falschen Ende gespart, wenn ihr euch da zwei von den Dingern anschafft. So, dann wollen wir jetzt einfach mal so ein Strich hinzaubern, gerade möglichst. Dann einfach nur die Magnete. So, ihr könnt den Strich jetzt natürlich auch noch hin und her schieben, wie ihr wollt. Schräg, gerade, ich mache jetzt mal gerade und dann einfach schnell wegziehen. Upsa. Die Magnete mögen sich natürlich sehr gerne. Ein bisschen getrennt voneinander aufbewahren. Und das Ganze kommt dann auch in die Lampe rein. So, dann kommen wir zu den runden Magneten. Die könnt ihr natürlich auch, ja, müsst ihr mal ein bisschen rumprobieren, zu zweit benutzen. Und dann haben wir jetzt hier auf der einen Seite, in der Mitte ist ein Strich und auf der anderen Seite ist dann genau dasselbe. Sieht auch ganz fancy aus. Es wird auch ausgehärtet. So, und dann kommen wir zu dem Blumenmagnet. Den gibt es, glaube ich, meines Erachtens nur bei der Firma Fingerspitzengefühl. Genauso wie der Kamm, der hier auf der anderen Seite drauf ist. Und wie das Ganze aussieht, zeige ich euch jetzt mal schnell. Einfach nur in die Nähe halten und schon entstehen so kleine Blumenmuster. Wirklich so, ja, 1 bis 2 mm Abstand zum Nagel und schon bilden sich diese Muster. So, machen wir noch mal ein, zwei Blumen. Einfach mal hier so eine rein, damit man das Ganze genau sieht. So, und dann kommen wir noch ganz schnell zu dem Kamm, der hier auf der anderen Seite drauf ist. Ja, damit könnt ihr eigentlich ganz fancy Sachen machen, einfach drüber gehen, gerade Striche, senkrechte Striche. Und einfach nur durchkämmen. Das ist alles möglich. Wenn euch das Muster nicht gefällt, was ihr gemacht habt, wie bei mir jetzt zum Beispiel, einfach nochmal drüber gehen mit dem Cat Eye Lack, Gel Lack. Und dann könnt ihr nochmal drüber gehen.
und das Ganze kommt dann auch in die Lampe rein. Also ihr seht, da ist so einiges möglich. Es gibt natürlich unzählige weitere Magnete, die ihr benutzen könnt. Es gibt so Platten, die könnt ihr einfach nur drüber halten und dann entsteht dann ein Wabenmuster oder ähnliches. Ja, da gibt es wirklich einiges an Motiven. Es gibt natürlich auch einiges an Farbkombinationen, die ihr verwenden könnt, genauso wie den Unterlack. Den könnt ihr auch variieren, wie ihr lustig seid. Ja, da gibt es einiges zum Ausprobieren. Also einfach mal ranwagen an das ganze Thema und mal durchtesten. Mal ein Stündchen Zeit nehmen und sich das Ganze anschauen. Ich persönlich habe das immer genauso gehalten. Also früher in meinem Nagelstudio habe ich mich einfach mal eine Stunde hingesetzt und verschiedene Sachen ausprobiert. Denn nur so kommt man zu neuen Erfahrungen und zu neuen Techniken. So, das war es jetzt auch schon mit diesem Video. Ihr habt gesehen, das ist kein Hexenwerk. Das ist einfach nur ein wenig rumprobieren, ausprobieren, wie das Ganze funktioniert, wie die Magneten sich verhalten. Ja, das ist einfach, wie gesagt, ein bisschen Erfahrungssache. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video über CatEye gefallen. Wenn ja, dann gerne sharen, teilen, liken, Fragen gerne in die Kommentare oder Anregungen natürlich auch sehr gerne. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wal wiedersehen. Euer Chris.